Ups, entschuldige, Lana. Oh, alles voller Glitzer, jetzt sehe ich aus wie du. Du siehst echt aus wie ich, aber naja, Bonus für dich. Moment mal, Lana, das bringt mich auf eine brillante Idee. Okay, Reste Haschee. Mal sehen. 1+ für Präsentation, 1+ für Geruch und 1++ für Textur. Zart, aber doch mit Biss. Wow, danke, Schätzchen. Mann, ich frag mich echt, wo Lola wohl bleibt. Ich seh mal kurz nach. Wie war dein Tag, Lola? Das übliche. Schönheitswettbewerbe, Glitzer und, Krönchen. Wahrscheinlich. Ha, ein klassischer Tag im Leben von Lola. Hier, bitte. Umziehen. Das Seil wartet schon auf dich, Prinzessin. Und das wird es auch weiter tun müssen, fürchte ich. Aber das macht 30% deiner Note aus. Ich meine, sofort, Coach. Ich muss mal aufs Klo. Jetzt gleich. Und ich auch. Okay, Leute, aus dem Weg. Hier kommt die Königin. Wenn ich mir die Nägel ruiniere, hören Sie von meinem Anwalt, klar? Alle, hopp. Wow, Lola. So hast du dich ja vorher noch nie ins Zeug gelegt. Oh ja, ich bin im Training für einen Miss Outdoor-Wettbewerb. Wie war's denn in der Schule? Gut. Richtig super. Ich hoffe, es ist kein Dämpfer für euch. Aber Lola, du hast heute einen Termin bei Dr. Petersen. Und Lana, du musst heute zur Zahnreinigung bei Dr. Feinstein. Ich will nicht zu all den kranken Leuten. Und bei Dr. Petersen riecht's immer nach altem Käse. Und ich will nicht zu Dr. Feinstein. Bohrer sind für Motorblöcke und Radmutter, nicht für Zähne. Upsi, ich habe meinen Ranzen ausgekippt. Lana, würdest du dich wohl mit mir bücken und mir da unten helfen, meine Sachen einzusammeln? Mach es doch selbst. Oh, aber mit Vergnügen. Der Bürgermeister hat angerufen. Ich habe den Recycling-Wettbewerb gewonnen. Gratis heißt, ich komme. Mund auf. Okay, ich sehe nicht wirklich. Oh, ist das eklig. Das sieht echt schmerzhaft aus. Gesundheit. Bist du krank? Nein, krank sein ist nicht erlaubt. Heute ist mein großer Schleifentanz. Und ich habe schon viel zu viel Glitzer investiert. Tja, dann viel Spaß. Danke. Eis. Ja, hallo, Kindchen. Mein Glückwunsch, du hast den Royal Woods Recycling-Wettbewerb gewonnen. Und dein Preis ist eine meiner weltberühmten Tante Pams Schubkarren. Alle 50 Sorten mit jedem Topping, das du dir nur vorstellen kannst. Ist alles in Ordnung, Schätzchen? Aha. Alles bestens. Dann nimm doch ruhig noch einen kleinen Nachschlag, du Recycling-Champion, du. Ich kann nicht. Ich kann das nicht essen. Was ist los, Lana? Ich wollte nicht zum Zahnarzt gehen. Und ich wollte nicht zum Hausarzt gehen. Da haben wir sozusagen Plätze getauscht. Sozusagen? Sozusagen, voll und ganz. Um ehrlich zu sein, machen wir das seit Tagen, damit wir um gewisse Dinge rumkommen. Wir finden es gar nicht gut, dass ihr lügt. Nein, allerdings, ihr seid keine Babys mehr und manchmal müsst ihr eben Dinge tun, die ihr nicht mögt oder die ihr nicht tun wollt. Wie Nasenhaare zupfen oder Tante Ruth besuchen. Aber es gehört nun mal zum Erwachsenwerden dazu, dass man diese Dinge tut. Ihr habt recht. Tut uns leid. Wir machen neue Termine für euch bei Dr. Petersen und Dr. Feinstein. Und zwar sofort.